Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir die Heliobog-Festung verlassen und haben uns das, ja, Privileg erlangt, nach Marksburg zu gehen. Aber währenddessen habe ich gemerkt, dass wir hier mit Jude irgendwas machen können. Zum Beispiel Jules Geschichte beginnen. Und ja, das machen wir jetzt mal einfach. Mal gucken, was jetzt passiert. Jude, Kapitel 1. Idealismus und Wirklichkeit. Dem anders irgendwie so eine Nebenmission oder so. Hi there. You've reached the phone of Leia Rolanda. I can't answer your call right now, so please leave a message. So Jude, is that your girlfriend? No, nothing like that. We're just old friends. I can't seem to get her on the phone. You worried something's wrong? No, she's probably just busy with work, like always. At least, I hope that's all it is. Did you used to play in this park when you were a kid, Luger? Weiß ich doch nicht. Ich war eher ein Stubenhocker. Als wir klein waren, da war ich mit Jodos ständig hier. Ich war eher ein Stubenhocker. Ja. Is that right? I can relate. I was more of a bookworm. Yes? Dr. Mathis, it's Mary. Those pushy people are stalking around the lab again. The one guy says he has a valuable spirit fossil. He's insisting that you trade him your device for it. What? Did he say anything else? Only that it's from one of the great spirits. Apparently he got it through connections. I'd have Director Balin deal with it, but he's at an investors meeting right now. With just us here, we don't know what to do. Stonewall him, Mary. You're in Helioborg now? I am. Ich will da nicht wieder hin. Don't agree to anything he says, okay? And tell everyone else to do the same. She sure talks loud. Sorry, I guess you heard her. I have to go take care of that. That was one of the other Spyrite researchers in Helioborg. She seemed a little worked up. Ich komme mit. Ich würde gerne helfen, wenn ich kann. Natürlich, warum denn auch nicht? Are you sure? I'm going too. Thanks. In that case, außerdem habe ich mal Bedenken. Vielleicht kann er ja wirklich alleine dahin gehen. Und wenn er wieder Volt oder irgendwie jemand da rumläuft, dann habe ich Probleme. Sprichst du mit anderen Gruppenmitgliedern in der Stadt, wenn sie ein Ausrufesymbol über den Kopf haben, kannst du ein besonderes Ereignis mit dieser Figur beginnen. Diese heißen Figurenereignisse und sind im Kapitel unterteilt. Bei jedem Figurenereignis besteht eine Gruppe aus Ludger, der Figur, um die es in der jeweiligen Geschichte geht, und anderen benötigten Gruppenmitgliedern. Die benötigten Gruppenmitglieder werden im Menü mit einem Schlosssymbol angezeigt. Die anderen Gruppenmitglieder können nach Belieben in der Stadt ausgetauscht werden. Also kannst du deine Gruppe jederzeit ändern, wenn du willst. Schulzgeschichte, okay. Deine Katze ist zurückgekehrt. Wie, du hast nichts gefunden? Ich glaube, Spinne. Da gibt es keine Kitty-Quiz. Los, geh da sofort wieder hin und hol irgendwas. So, okay, die beiden müssen da mitkommen. Problem ist, kann man da doch irgendwie abstellen? Ja, wieso kann ich... Okay. Kann man da doch irgendwie wieder abstellen? Das wäre vielleicht nützlich gewesen. Aber was ist, wenn die Gegner mir jetzt wieder voll aufs Maul geben und so? Und ich, ja, weiß ich nicht. Warte mal. Ja, doch, da, nee, war. Gehen wir erstmal da hin. Und dann nehmen wir ein paar Aufträge mit in der Rosal-Höhenstraße. Weil die ist halt irgendwo da. Warte mal. Das hier kann man mitnehmen. Also jetzt sind jetzt so welche. Nehmen wir hier die mit und hier die mit. So. Dann gucken wir mal. Boah, das lohnt sich nicht so beutemäßig, sag ich jetzt mal. Ich kann mich aber irgendwie noch nicht so teleportieren, das nervt mich ein bisschen. Ja. 20 Stück, ey. Man kann es aber übertreiben. Nein, kann man nicht. Okay, Elementarerz werde ich auf jeden Fall alle mitnehmen, aber werde ich einfach nicht vorbeilaufen. Das könnte schon mal knicken. So. Ich hoffe wirklich, da kommen keine Bosse oder so, weil sonst kriege ich Probleme. Nehme ich an. Mein Gott, was.
Irgendwie sowas. Jawohl. Du komm her. Bakura. Warte mal, Jude. Verdammt. Mein Gott, wie wenig hält der denn aus, ey. Aber er hat Raising Falcon gelernt. Verborgenes Ziel und TP, was weiß ich, was dort war. Sehr schön. Und das Viech, das sieht aus wie ein Elite-Monster, das ich bekämpfen sollte, oder? Sieht aus wie das eine Viech aus dem ersten Teil, was wir auch bekämpfen sollten, was voll schwer war. Sehr, sehr schwer, aber ein bisschen stärker als sonst irgendwas. So, das nehmen wir. Das hier nehmen wir. Das hier nehmen wir. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, egal. So. Guck mal, was ich mit Elise lernen kann. Levelwiederherstellung, das ist auch überhaupt nicht spät. So, schnelle Explosion, Stärke plus Stärke 2, okay, das ist auch gut. Lernen wir erstmal hier Zeugs. So. Gut, dass wir so einem Viech noch begegnet sind auf dem Weg hierhin. Zum Glück konnten wir uns noch nicht teleportieren, ja, sonst hätte ich ihn übersehen. Ah, verdammt. Ja, egal. Kein Bock oder Hektik hier nachzugucken, was das ist und Sachen einzusetzen und was weiß ich. Hey, eine Katze! Ich habe eine Katze gefunden. So. So, tun wir uns ein bisschen amüsieren, auch wenn wir wahrscheinlich voll aufs Maul kriegen. Und Chaos! So, ich habe zwar ein Gericht, womit ich Erfahrung erhöhen kann, aber trotzdem. So, Tilton gefangen. Sehr schön. Okay, haben wir schon mal zwei Sachen hier gefunden. Einmal so ein Bakura-Viech und einmal eine Katze. Sehr schön. So. Ich will mich aber trotzdem gerne teleportieren können. Aufs Gehen werde ich sowieso alles hier sowieso nochmal abklappern, irgendwann, wenn ich Zeit und Bock habe. So, und wir speichern jetzt hier, weil wenn wir dann wieder nicht zurückgehen können und die Gegner uns fertig machen, dann kann ich ja wenigstens zurück, also darf ich jetzt nicht diesen Speicherpunkt hier überschreiben. Obwohl, ich habe so das Gefühl, wir können hier durch, weil wir wurden irgendwie nicht gewarnt oder so. Die Story fortsetzen und irgendwie sowas. So. So. Natürlich. Okay, warte mal. Da hat ja Jules Geschichte ist. Sollten wir auch mal Jules spielen? Ich glaube, das mache ich jetzt mal so. Wenn es von jedem Charakter so eine Geschichte gibt, dann werde ich wahrscheinlich von jedem Charakter immer, wenn ich den seine Geschichte mache, auch den Charakter spielen. Da wäre noch mal eine Idee, ne? Elementerz. So. Müssen da lang. Mhm. Ah, mir gefällt das Spiel. Auch wenn die letzten Parts jetzt so chaotisch waren und voll Probleme hatte, aber ja, eigentlich gefällt mir das Spiel. Ganze Elemente, du hast irgendwie mehr Freiraum als im ersten Teil, finde ich. Ja, das nehme ich natürlich da hinten noch mit. 5. Hat eine Fähigkeit erlernt. So, Levelwiederherstellung. Sehr schön. So, und dann war, glaube ich, nichts mehr hier, ne? Typo Beben, da kann ruhig was anderes. Verborgenes Ziel. Wirklich ein finsterer Blick Leben erhöhen, das ist nicht schlecht. Ja. Nehmen wir das hier. Ja. Ich hoffe natürlich, wir müssen jetzt nicht wieder den ganzen Weg laufen. Wir werden ja bestimmt einfach da hingehen können, ne? Vielen Dank.
So, was jetzt? Come on, you scratch my back and I'll scratch yours. It's win-win. I don't see why you even need to bother Dr. Mathis with this. Look, for the last time, our answer is no. You sure about that? I've heard a few things about this lab, you know. Your research is dead in the water without this, am I wrong? Let's hurry onward. Ich wollte ja reingehen, aber... Dr. Mathis! I'm Jude Mathis. Sorry to keep you waiting. How might I help you today? Ah, Dr. Mathis. Just the man I wanted to see. Klingt irgendwie wie Elvin. I've got an offer you can't refuse. It's about that device of yours. I already told you. It's still undergoing clinical trials. We're not ready to accept any offers. But I hear you've achieved a success rate close to 80% with lesser spirit class spirites. That's good enough for practical use. Sign an exclusive distribution deal with us and you'll find yourselves on Easy Street. We'll decide when the device is good enough. A 20% failure rate just doesn't cut it. Is that so? You're certainly cavalier about your lack of progress. I know how much money has been sunk into this project. Investors aren't exactly the patient type. Of course, I didn't come to a contract negotiation empty-handed. That's a great spirit fossil. Something like that might come in handy for your research. Great spirit. Celsius, perhaps? Yep, the genuine article. Wielded by the leader of Exodus himself. Celsius's fossil sank to the bottom of the sea a year ago, in the ruins of the ESS Zenithra. The Rizomaxian government conducted the salvage operation of the Zenithra. I believe that makes this fossil the property of Rizomaxia. How'd you end up with it? You certainly know your stuff, Dr. Mathis. Perhaps it's time for you to leave. I know when I've worn out my welcome. I'll bid farewell for today. But I hope you'll give my proposal some thought. For the sake of your research. Don't forget that. Consider it a gift. Although you didn't get it from me, of course. Catch my drift? Alles in Ordnung. I'm fine, thanks. I'm sorry you had to deal with that guy. Ach, du warst badass. Totally okay. Thank you so much for coming, Dr. Mathis. Thanks to all of you. Mary, could you put this in safekeeping for me? I don't know if it really is what he claims, but why take any chances? Ich habe auch ein ganz schlechtes Gefühl. Ich werde gleich gegen Celsius oder so kämpfen müssen. Ey, das wäre ja wohl der Gipfel. Your Olympian trains certainly are impressive. Before, I could barely tell one train apart from another. But now I've really come to appreciate the majesty of their designs. Wo liegt das Ding? Und nun? Okay, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Wir müssen noch irgendwie gegen Celsius oder so kämpfen, ne? So. Ja, war raus hier. Sorry for getting you mixed up in this. Du machst dir zu viele Sorgen um andere. Passiert dir sowas oft? Dann machen wir mal satt. They're getting less subtle with each attempt. We need to figure out how to deal with these guys. I get where they're coming from, but we just need more data before we can begin full-scale implementation. If we could begin testing it with great spirits. No, forget I said that. We can't rush into things unprepared. Ja, du musst das Tempo selbst bestimmen können. Bist du dir sicher, dass du es nicht übertreibst? Ja. Hey, Professor Doktor, hallo. Yeah, you're right. We're too close to our goal to risk going off the rails now. It's just that sometimes I lose sight of my convictions. And I don't know what to do. Jude.
Thanks. I'll keep looking for an answer. It's out there somewhere. Thanks for coming along, Luger. It felt good to have some backup. Jo, kein Ding. So, Idealismus und Wirklichkeit. Schon zu Ende, okay. Ja, da kommt noch irgendwas. Deine Katze ist zurückgekehrt. Farbvariation, Jude, was? Hey, cool. Das ist auch ruinierter und erwachsener. Ja, warum nicht? Hallo? So, und jetzt, wo wir schon mal hier sind, wir haben ja noch ein paar Missionen. Alte Fischschuppe, namenloser Samen, Skorpionenschwanz. Das ist nicht das, was ich haben wollte. Geh noch mal zurück. So, wir gehen mal zur Ruga, was weiß ich, Rudesal-Höhlenstraße. Und machen da ein paar Gegner platt. Weil da müssen wir ja noch irgendwie was machen. Mal gucken wir halt noch mal nach. Hier? Hier, mein Gott. Ah, okay, dafür stand Figur. Liefere gegerbtes Leder mal 1, besiege Königs. Habe ich doch gegerbtes Leder bekommen? Teils unbekannt. Das hier. Da hätte ich mal ausschalten sollen. Panzertotula und Königskampfhahn. Jeweils 5 Stück. Das kriegen wir noch hin. Ja, du bist so eine Tortulla, ne? Tortulla, Tortulla. Und du bist so ein Kampfhahn bestimmt, da hinten. Ha, schön. So, 3 Stück. Perfekt. So, ihr seid so abwechslig, ja. Zack. Und Chaos. Na, nix da. Sehr schön. Jum. Mondchaos. Nicht getroffen. Verdammt. Wow, wir kriegen ganz viele Erfahrungspunkte. Ludgers Partnerfähigkeit, Spiegel. Wow, das erwähnst du aber ganz schön schnell. Im verbundenen Zustand kann Ludger die Partnerfähigkeit seines verbundenen Partners verwenden. Kämpfe mit so vielen Partnern wie möglich zusammen und verbessere deine Fähigkeiten, damit du es mit jedem Gegner aufnehmen kannst. Bäh. So. Dann würde ich sagen, wir mampfen jetzt mal hier so ein Dingens. So ein Erfahrungsdingen, damit es halt auch lohnt. Und dann tun wir noch ein paar Tortulas und Kampfhähne. Oh, da ist eine Katze. Werde ich mal Kecke gefunden. Sehr schön. Ja. Okay, du bist bestimmt so ein Kampfhahn, ne? Man sagt mir jetzt nicht, ich bin jetzt in den einen reingelaufen, verdammt. Königshauptmann, ach, du bist so ein Ding. Also, du siehst mehr aus wie ein Hahn, als eins aus wie ein Küken. Na? Zack. Oh, richtig gut. Mixer. Mein Gott, ich bin... Das schauen wir immer noch bekommen. So, die Tortulas müssen wir gleich haben, ne? Wäre es gut, dass der Dämon fast jetzt in der Luft einsetzen kann, ne? Blasting your foes from afar is so satisfying. Definitely. Though if you miss, your friends would be ach ja, genau. Aufladung plus. Beißzange, okay. Okay, dann nehme ich mal an, das war für die Tortulas. Jetzt machen wir die Kampfhähne kaputt. Da, 2 Stück. Und zack.
Naja, wo hab ich denn das nochmal? Hier. Hey, was machst du aber mit Lutka? Zack. Mein Gott. Ich meine, war ganz schön Schaden hier. Mein Gott, das Training geht ja viel schneller als auf der Heliobock-Festung. Ich krieg die Krise. Waffenbrüder. Okay. Ich kriege Titel von denen, ich keine Ahnung habe, was die machen. Sehr schön. So, ich brauche nur so Kampfhähne. Wo sind ja welche? Na komm schon. Okay, wir bei denen tauchen nicht nur welche auf. Verdammter Dreck. Aua. Zum Teufel. Und Dämon kam. Sehr schön. Sehr schön. Du willst abwehren. Ich glaube, Spinne. Was soll ich abwehren? Oh, sehr schön. Ist wenigstens hier gelohnt, levelmäßig bis jetzt. So, sammeln wir irgendeinen Mist nur ein. Dann, weiß ich nicht. Hier waren noch ein paar Löcher irgendwo. Hier waren noch ein paar Löcher, da war ein Loch. Kurz das Gebiet wechseln und wieder reingehen. Da müssten ja wieder diese Kampfhähne auftauchen. Lamellenschutz, sehr gut. Ich habe, glaube ich, noch keinen gekauft, ne? Doch, habe ich. Muah! Son of a... Okay, erstmal die ganzen Löcher hier abchecken, würde ich sagen. Dann dürfen wir den ganzen Weg wieder nach Trigraph zurückrennen. Und dann war es das wieder. Dämonenchaos. Boah, was? Mein Gott, richtig krank. Dämonenchaos. Ja, alle bis auf Evan am Level. Vor allem mit seinem Gesicht los. Okay, noch ein Auftrag erledigt. Sehr schön. Dann kommen wir wieder zurück nach Triglav. Ich möchte trotzdem irgendwie schnell reisen können mittlerweile. Ja, dauert noch was. Ich wieder Geld einzahlen kann. Ich bekomme ich ja wieder irgendwas Schönes, wenn ich irgendwann Geld eingezahlt habe. So. Und raus hier. Und dann ab nach Dingens. Weiß ich nicht. Erstmal gucken. Aufträge abgeben und so weiter und so fort. Ah. Meine Katze sollte auch mal besser irgendwie Art finden. Aber die haben keinen Bock. Ah. Am Ende des Parts auch noch mal nachgucken. War ich denn im Loch da schon drin? Ich glaube ja, ne? Jupp, war ich. Level 14. Ah. Muss mir ganz gut umschauen hier. Man weiß ja nie, was man alles finden kann. Irgendwelchen unbekannten Orten. Auch wenn ich den Ort hier kenne. Also ein Schnellreisesystem wäre jetzt nicht schlecht. Aber will noch nicht, ne? So, das Vieh, ich guck gleich noch mal bei den Aufträgen, was das für ein Viech ist. Ja. So, sind wir da? Ne. Da kann ich noch ein bisschen abstauben. Geil. Stück Holz. Elementerz. Warte mal.
Fuck. Okay. Sieht ein bisschen verdächtig aus. Da hat es bestimmt noch irgendwas mit auf sich. So, du hast eine neue Art gelernt. Gucken wir mal. Stärke 2, ja, das sollte so sein. Kurzer Gewinn, Sprungabbruch. Zermal mal. Geistauflader, Leben erhöhen. Ja, geht schon, klar. Glaub ich. So, fertig. Dann gucken wir mal. Ein paar Gegenstände müssen wir ja wohl. Ein paar Aufträge müssen wir ja wohl erledigt haben. So, dann warte ich noch, bis die Katze zurück ist und dann können wir beenden. So, Bridged. Bridged. Tauschen wir. Sonnenstrahl. Aktuell 0, aktuell 0. Verdammt, ich hätte nochmal gucken sollen nach diesem Viech. So, was haben wir noch hier alles? Neodrache. Thunfisch, weg damit. Was? Ey. Ist ja direkt eine neue aufgetaucht. Ja, Torwall an Höhenstraße. Das sind Missionen, die ich schon mal gehabt habe. War das Viech, was da rumlief? Ich weiß es nicht. Ach, die Katze muss ja wohl noch zurückkommen. Geht da wohl nicht. Na, Elise. Okay. Ausrufezeichen gibt's ja auch nicht. So, warte mal, hier noch Zubehör laden. Was gibt's da? Verdammt. Gar nichts. Na komm. Kann nicht so lange dauern. Ich krieg die Krise. Weibend an. Ich wette, die Riese Maxiana könnten es mit Hilfe einer Geisterart in 0, nichts besiegen. Warte mal, Arzt. Dämonenpeitsche, was? Steingegner mit dem Griff deiner Waffe, wodurch er manchmal betäubt wird. Wert werden einen aufklärenden Zustand zur Dämonenwelle. Okay. Ja, irgendwelche Angriffe, die ich nicht kenne. Ich habe Mund gefunden. Kann ich den nicht auch irgendwie suchen, schicken? Der ist bestimmt nützlicher als ein paar Katzen. Wo Katzen? Wo bleibt mein Kuriermann? Gut, jetzt die Zeit läuft, egal wo man gerade ist, weiter. Wenn ich mich nicht irre. Aufladung plus, her damit. Ja, das ist sehr gut. Mehr Aufladung ist immer gut. Na, komm her. Okay. Oh Mann, was? Verdammter Skorpionenschwanz. Du gehst sofort wieder da raus. Aber wo muss ich den hinschicken? Torbalanhöhenstraße. Na. So, dann gehen wir da hin. Weh, du findest nichts. Na gut. Mein Gott, Elvin braucht nur 6 Erfahrungspunkte, bis ich auf den Arm nehme. Aber egal. Ich weiß nicht, was wir in der nächsten Folge machen, aber wir werden irgendwas machen. Vielleicht kämpfen wir gegen Elite-Monster und kriegen voll aufs Maul. Jedenfalls, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.